Ahoi zusammen, seid gegrüßt zu einem weiteren Mock Review, beziehungsweise heute Alternate Build Review, natürlich. Ich war mal wieder auf Rebrickable unterwegs und habe einen Zufallsfund gemacht. Ich habe nicht nach dem Modell gesucht, aber ich habe es gefunden. Es handelt sich um ein Alternativbild von 76388. Lego natürlich. Das ist der Besuch in Hogsmeade aus der Harry Potter-Reihe, meiner heißgeliebten Harry Potter-Reihe. Das Set ist gar nicht mal schlecht. Also das Hogsmeade-Set. Es ist wirklich hübsch. Problem, es ist ziemlich out of context. Also es gibt halt für Hogsmeade nichts. Es gab vor vielen Jahren mal eine heulende Hütte und das war's. Und jetzt hattest du in dem Set halt Zonkos Scherzartikelladen und das drei Besen. Das war ja auch soweit sehr schick, aber es fehlten halt Sachen. Zum Beispiel ein Eberkopf von Aberforth Dumbledore hat gefehlt, ne? Und so weiter. Und dieser komische hier Brunnen, den es da gab. Und man hätte noch ein bisschen, generell so ein bisschen Szenerie reinbringen können, um Hogsmeade darzustellen. Dann wäre es cooler gewesen, sowas wie die Winkelgasse zu machen, so ein ganz großes Set, aber halt mit viel Gebäude, dass man dann das Dorf auch hat. So waren es einfach zwei Häuser, die hübsch waren, mit denen man aber als Erwachsener, als A-Voll nicht so viel machen konnte. Für Kinder super, für Erwachsene ein bisschen langweilig. Und so bin ich nun hierauf gestoßen, auf dieses Alternate-Bild. Es trägt den Titel Winter Village Old Inn und wurde von Brickwood Creations designt. Am 12. Oktober 2021 hat er es eingestellt. Und die Bauanleitung ist kostenlos. Tatsächlich, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Link zu diesem Alternativbild findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ja, der Hammer. Ne? Also an der Stelle sei noch einmal ganz kurz erwähnt, dass ich keinerlei Geld oder sonst was für die Vorstellung von Alternativbilds bekomme. Es ist lediglich, dass ich zeigen möchte, was ich gebaut habe und dass ihr quasi auch sehen könnt, was ihr bauen könntet. Ne? Aber ich stehe in keinerlei Verbindung zu den Designern. Wenn doch das irgendwann einmal der Fall sein sollte, lasse ich es euch selbstverständlich wissen. Ist jetzt hier aber nicht der Fall. Ich kenne den Herrn nicht oder die Dame. Aber sollte er oder sie zuhören oder zugucken, Kompliment, das Ding ist toll geworden. Es hat allerdings Schwächen. Und damit kommen wir zum Set oder zum Haus. Es hat seine Schwächen. Sorry wegen dem Licht. Ich habe ja nur eine Lampe. So konntet ihr es schön sehen. Aber jetzt brauche ich beide Hände. Deswegen müssen wir es jetzt einmal so machen. Es hat seine Schwächen. Das Ding ist schief. Und ich habe mich noch ein klein bisschen auf Eigeninitiative ausgetobt. Wo ich das getan habe, sieht man unter anderem schon mal hier. Das ist der Hund aus Hiddenside, wo ich gerade vergessen habe, wie er heißt. Ich mag diesen Hund und er hat halt hier super gut reingepasst. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich es anfasse, so geht's aber. Ne? So sieht das super aus. Genau, dann haben wir hier, das ist das, was ich zum Beispiel schon mal ergänzt habe, das Fahndungsplakat nach, Moment, ihr müsst es ja. Das Fahndungsplakat nach Sirius Black. Genau, das sollte im eigentlichen Set nicht dabei sein. Also im, was der Designer designt hat, ist das nicht mit dabei. Da ist das tatsächlich ein Gebäude, welches außerhalb der Harry Potter-Reihe spielt. Ich fand aber zu viele Anspielungen in diesem Set zu gut, als dass ich sie weglassen möchte. Deswegen gibt es bei mir das Fahndungsplakat mit leicht modifiziertem Dach. Dann haben wir hier die Laterne, die ist ebenfalls modifiziert. Also sowohl der, Moment, ihr seht sie nicht. So. Die ist ebenfalls modifiziert, also sowohl die Lampe, das Gläserne, das Transclear-Ding, als auch der Deckel obendrauf sind alles Teile, die nicht in diesem Set drin sind, die ich mir von extern gemopst habe. Einfach um es hübscher zu machen. Weil die Variante, die da eigentlich drin ist, die war auch gut, aber geht halt hübscher, würde ich sagen. So, ich stelle die Lampe wieder weg. Wir müssen es halt so machen. Muss ich mich hier was rüberlehnen? Genau, ansonsten aber hübsch gemacht. Hier mit den,
wunderbaren Fenstern, die ja leider auch mit Aufklebern gelöst sind. Also ich bin ja eigentlich überhaupt kein Meckerer, was Aufkleber angeht. Mich stören die überhaupt nicht. Nur bei solchen Fenstern wäre es halt cooler gewesen. Weil hier, muss man sagen, hatte ich einen guten Moment. Da sind sie schön geworden. Aber es geht natürlich auch anders. Ja. Generell muss man sagen, habe ich mir mit dem Aufkleber aufkleben bei dem Modell ein bisschen Eigentor geschossen, weil es ist darauf ausgelegt, dass man keine Aufkleber aufklebt. Aber macht ja nichts so weit. No, hier haben wir jetzt die. So sieht's, können wir mal gucken, so sieht's von unten aus. So, genau, alles. Also es werden alle Platten, alle größeren Platten, die im Set drin sind, werden auch brav genutzt. Hier haben wir noch den Kirscheimer da stehen und das Schild ist schon wieder schief. Genau. Eine weitere Sache, die ich auf Eigeninitiative noch umgebaut habe, waren hier oben die beiden Schornsteine. Die sind eigentlich, kann das mal eben ganz kurz zeigen, so gelöst. Noch mit einer Jumper Plate, eine 1x2er als Querstrebe. Das hat mir aber nicht so hundertprozentig gefallen. Ich mag im Harry Potter Universum und wie gesagt, für mich ist das ein Gebäude aus dem Harry Potter Universum. Mag ich sehr gerne mit Türmen. Deswegen habe ich das so gelöst. Genau, ansonsten halt eine wunderschöne Außenfassade natürlich, die ist richtig klasse. Hier, das finde ich toll, die Brick Modified mit der Noppe, die da rausgucken, wie das hier gelöst ist, damit den einmal einer teilt. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Und sieht auf der Seite sehr nur zwei davon. Hier drüben sind ein paar mehr. Die seht ihr jetzt. Doch, ihr seht sie so ein bisschen. Da sind sie alle drunter. Und generell natürlich eine grandiose Optik der Fassade, ne? Das ist alles sehr stimmig. Das ist wirklich hübsch gemacht. Schöne Farben. Ich meine, das Set hat ja auch Serie schon sehr schöne Farben. Das ist stimmig. Das ist sehr, sehr cool. Kommen wir zum Innenraum. Da müssen wir jetzt einmal gucken, ob ich die Kamera neu justieren muss. Ja, ich mache mir unten meine Fotokiste kaputt. Na, ist egal. Genau, ich werde die Kamera einmal ganz kurz ein bisschen umstellen und dann bin ich sofort wieder dabei. So, da sind wir. Ich hoffe, das geht jetzt ohne großes Hin- und Herschieben. Hier seht ihr bereits den größten Kritikpunkt an diesem Set oder am Alternate-Bild. Das ist dieser Boden. Dieser Boden ist ein großes Problem, denn er ist hier auf dieser großen 8x8-Platte und diese 8x8-Platte hängt an exakt einer Fliese. Upsa. Und zwar hier drinnen an dieser Jumper Plate. Sonst hält da drin gar nichts. Und das ist natürlich ein Riesenproblem zum Hin- und Herschieben. Ich habe es jetzt hier gelöst. Seht ihr hier unten mit den, ich glaube, das Nougat ist das oder hier Dark Orange mit diesen Plates hier, damit es zumindest ein bisschen hält. Aber das ist echt unglücklich gelöst, muss man sagen. Das ist nicht so cool. Prinzipiell muss man sagen, Alternativ-Builds, Alternate-Builds kritisiere ich immer so ein bisschen leichter, weil für mich zählt erstmal, dass da irgendein Mensch überhaupt die Gehirnzellen hat, so etwas aus einem Set zu machen. Das finde ich beeindruckend, das ist richtig klasse. Aber klar, hat man dann hier und da solche Ärgernisse. Das Problem ist auch, ich weiß nicht so wirklich, wie ich es modifizieren kann, ohne das ganze Haus direkt wieder auseinanderzunehmen. Das ist ja auch das Problem. Klar könnte man jetzt sagen, man zieht hier diesen Teppichboden hier bis auf die Fliese drauf. Das Problem ist, dafür müsste ich aber zum einen gucken, ob das passt, weil hier hinten ist ein Pfeiler drin. Und genau, da unten, ihr seht ihn. Und zum anderen sind das auch hier Wedges, also Winkel. Und das ist dann ein Problem. Deswegen, ich lasse es jetzt so, aber man muss es definitiv mit Vorsicht genießen. Ein Spielset für Kinder nur bedingt. Das ist ein Set, das könnt ihr euch am besten in eure winterliche Landschaft stellen, sofern ihr eine baut. Ist ja jetzt gerade auch Weihnachten bald. Da sind sehr, sehr viele, die ja solche Winterlandschaften haben. Dafür ist das euer Set. Hogsmeade habe ich gerade mal bei Brickmerch geguckt. Gibt es aktuell auch etwas
Rabattiert natürlich. Und wenn ihr es kriegen könnt, holt es euch auch gerne dann ein zweites Mal. Dann habt ihr einmal das Set und einmal das Alternate-Bild. Das rechnet sich richtig für eine Winterlandschaft. Das sieht toll aus. Genau, was haben wir dann hier? Wir haben natürlich den Pub. So ist es ja auch gedacht, den Old Inn. Hier seht ihr Figuren. Und zwar habe ich einfach Figuren aus dem Set genommen. Und zwar Dean Thomas, Harry Potter. Und das könnt ihr jetzt so noch gar nicht. Jetzt habe ich vorne das Ding abgerissen, ist egal. Also, ihr seht es gar nicht. Bedienen wir uns eines Hightech-Features. Wir bedienen uns einer Taschenlampe. Wow. Ich hoffe, dass das funktioniert. So ein bisschen. Da seht ihr McGonagall auf dem Tresen mit dem Butterbier. Daneben hängt, seht ihr, so ein Fass runterhängt. Das ist geil gemacht. Oh, McGonagall wackelt. Nein! Schnell wieder hinstellen und richten. Gottes Willen. So, einen Augenblick. Ich bin sofort wieder bei euch. Nur eben schnell dafür sorgen, dass das alles hier wieder stabile, heile hält. Also es ist. Uah, für einen Grobmotoriker wie mich ist das hier wirklich eine Geduldsprobe. Aber was tut man nicht alles für die Optik? So, funktioniert. Wir machen es jetzt so. Da hinten in der Ecke seht ihr eigentlich nur noch ein bisschen im Schaufenster. Da habt ihr auch noch mal ein Butterbier und ich nenne es jetzt mal ein Eis. Und daneben sitzt dann Dean Thomas am Tisch. Das ist nett, das ist hübsch gemacht. Klar, könnte man jetzt sagen, da muss noch ein Tisch rein, aber die Teile dafür waren im Set halt nicht mehr da. Deswegen alles wunderbar, passt, bin ich zufrieden mit. Die Kamera steht schräg, warum tut sie das? So. Genau, obere Etage ist ein kleines bisschen geteilt. Wir haben nämlich hier oben noch den Dachboden. Da habe ich jetzt die Gegenstände aus Zonkos Scherzartikelladen raufgestellt. Wie gesagt, das ist eigentlich alles in der Ausführlichkeit, wie ich es jetzt hier gemacht habe, nicht in dem Set drin. Es war aber zu viel Schönes dabei, als dass ich es weglassen wollte. Das hätte mir nicht gefallen. Deswegen habe ich die ganzen Scherzartikel-Sachen da oben mit dazugestellt. Und auch hier dieser. Ach, jetzt habe ich ausgerechnet vergessen, was das ist. Ne, dieser. Das ist, glaube ich, der Liebestrank ist da drin, wenn ich mich nicht irre. Dann ist hier noch ein bisschen Süßigkeiten, Zeug, alles mit dabei. Habe ich gelassen. Hat mir gut gefallen. Und das sehr große Bett. Mal eben zum Vergleich eine Minifigur, die jetzt nicht aus dem Harry Potter-Universum ist. Einfach mal reingelegt. So. Da liegst du wie der Kaiser. Wie King Louis. Ja, hier im Eck haben wir noch ein bisschen ja, Haus beheizen aus Zeiten vor dem Klimawandel. Einmal hier ein Ofen, ein Topf, der brennen kann und eine Kerze auf dem Nachttisch. Und oben hängt der Kronleuchter runter. Generell muss man sagen, auch hier so diese Bereiche, ich packe die jetzt ganz bewusst nicht an, das ist wirklich wackelig. Das hält nicht überragend gut. Aber wenn ihr euch nicht komplett blöd dabei anstellt, haut das hin. Ja, das ist es. Natürlich ein etwas kleineres Gebäude, aber hübsch. Wirklich hübsch kommt natürlich halt voll über die Optik. Muss man ganz klar so sagen, das ist ein Haus, das sieht einfach toll aus. Und viel mehr kann es dann auch nicht. Aber ja, ich kann mich persönlich tatsächlich an dieser Fassade hier mit den Fenstern hier unten, ich kann mich da nicht dran satt sehen. Ich finde das so hübsch. Das ist wirklich, wirklich schön. Genau. Das war es auch schon. Viel mehr habe ich eigentlich gar nicht zu zeigen hierzu oder zu sagen. Wie gesagt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal nach.
Wenn ihr es nachbaut, könnt ihr ja mal sagen, ob es euch gefallen hat. Ich kann es euch jedenfalls empfehlen. Upsala. So. Verzeihung. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen und ansonsten dürft ihr mir gerne eure Meinung zum Alternativbild in die Kommentare schreiben. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Samstag und ich gehe in die Freiwache. Bis dahin, tschö.